Die überraschende Nachricht, dass Kardinal Wölki heute nicht in Aachen sein wird. Wie kam es zu der Entscheidung? Ja, wir hatten sehr viele Ankündigungen von Menschen, die sagen, wir können das kaum ertragen, dass wir nicht unsere Meinung Ausdruck geben wollen und könnten. Und das hatten sie angekündigt, würden sie tun. Und es war zu erwarten, dass wir dann sehr viel Protest und sehr viel Unruhe in der Situation des Gottesdienstes gehabt hätten. Ja, ich hätte sogar die Furcht gehabt, dass das zerbricht, dass das so eskaliert, dass man eigentlich gar nicht mehr weiter zusammen feiern kann. Und das habe ich dem Kardinal so vorgetragen und ihn gebeten, aus diesem Grund dann darauf zu verzichten. Und das hat er auch getan und da bin ich ihm dankbar für. Wenn man sein Video-Statement anschließend sieht, klingt es ein wenig so, als habe er sich vielleicht auch etwas ausgeladen gefühlt oder zumindest eine Enttäuschung gespürt. Das kann ich gut verstehen. Das ist aber nicht meine Absicht gewesen, ihn fernzuhalten, sondern den Gottesdienst, den letzten Gottesdienst auf dem Katschhof, zu schützen davor, dass er umschlägt in irgendwie eine Krawallveranstaltung. Und da er nun einmal im Moment die Projektionsfläche für viele Probleme zu sein scheint, war es klug, ihn darum zu bitten und ihn selbst auch, uns und die Heiligtumsfahrt vor so einer Situation zu schützen. Haben Sie nach der Messe heute das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Ich bin sehr dankbar, dass diese Feier jetzt wirklich friedlich war. Sie war mit guter Teilnahme und man hat auch gespürt, die Menschen waren sehr gesammelt dabei. Das wäre wahrscheinlich so nicht gewesen, wenn wir bei dem ursprünglichen Plan geblieben wären. Und von daher glaube ich, dass es richtig war.